Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, der Boogie. Ich habe heute einen Special Guest bei mir. Kennt ihr sicher alle, Vegetoni. Servus. Ja, schön, dass du gekommen bist. Er hat die weite Reise zu mir gemacht. Und wir rauchen heute ein Tangerous für euch. Und zwar haben wir hier den Tangerous Regal Flower. Sieht man, der Fernsehstrahlt ein bisschen. Das ist so jetzt Tangerous Regal Flower. Ich zeige euch da auch direkt mal den Schnitt und so. Ja, man kann es ruhig erkennen, so jetzt. Ist ein feuchter schwarzer Tabak. Tangerous üblich eigentlich. Und ja, Regal Flower, wir haben mal gegoogelt, es ist keine Blume. Und ja, daher müssen wir ein bisschen selbst rausraten, nach was es riecht. Also ich finde, wir haben uns vorhin auch schon ein bisschen abgesprochen, er riecht so ein bisschen nach Lemon Blossom. Hat irgendwie was Blumiges mit bei und so ein bisschen nach Kaschmir, finde ich. Ja, also die Leute, die mich ja kennen, ja, ich rauche ja solche blumigen Sorten eher wenig. Aber der hier erinnert mich schon stark an den Lemon Blossom, bloß der ist ein bisschen milder, also nicht so extrem wie der Lemon Blossom, der war ja richtig extrem. Schmeckt er natürlich mir nicht. Ja, auf jeden Fall kann ich hier Lemon Blossom ein bisschen wiedererkennen. Und wie Boogie schon sagte, ein bisschen Kaschmir, genau. Kaschmir ist auch ein bisschen so rauszuriechen. Auf jeden Fall eine gute Mischung, das Ganze. Riecht auf jeden Fall sehr interessant, wird, denke ich, nicht jedem gleich schmecken. Man braucht dann gewisse Reife für einige Sorten. Ja, aber riecht auf jeden Fall sehr interessant zum Setup. Das blende ich euch heute mal nicht ein. Es ist der Alien Funnel. Gebaut habe ich den Kopf, wie immer eigentlich. An die Setup. Es sind zwei lange, etwas dickere Alufolie. Momentan brauchen wir wieder mit drei Prikos, die schon ein bisschen kleiner sind. Ja. Was hast du mit dem hier gebaut? Was ist das? Das ist ein Schaschlikspieß. Ein Schaschlikspieß, also kann man überall kaufen. Im China-Laden. Ja, die Rauchentwicklung habt ihr ja schon gesehen. Es ist ziemlich gut eigentlich zum Geschmack. Er schmeckt eigentlich schon fast, wie er riecht. Er hat dieses Lemon Blossom, wie er schon gesagt hat, aber nicht so intensiv, sondern mild. Und er schmeckt da noch ein bisschen Kaschmir mit raus. Also Kaschmir, Lemon Blossom, so in der Richtung. Aber es ist noch was sehr Interessantes bei, was ich nicht rausschmecke. Ja, also muss ich zustimmen, das Ganze ist angenehm zu rauchen, also nicht so extrem wie der Lemon Blossom, ist milder gehalten, schmeckt sehr lecker, finde ich, ich sag's, ich rauche ja nicht oft sowas, aber er schmeckt auf jeden Fall sehr interessant, hat echt was vom Lemon Blossom, Kaschmir und ich würde mal sagen, vielleicht ein bisschen Kardamom oder irgendwas vom Blue Flower, irgendwie sowas zusammengemischt, auf jeden Fall sehr leckerer Flavor, muss ich schon sagen, aber nicht für jeden Tag. Wobei der Lemon Blossom dominiert den Kaschmir schon. Der Kaschmir kommt wirklich nur leicht rüber. Genau. Ich finde ihn ganz lecker, also ich könnte ihn auch öfter rauchen, zweimal am Tag. Und ich finde ihn eigentlich sehr lecker. Von mir kriegt der 9 von 10 Punkte, leckerer Tabak, den ich euch weiterempfehlen würde. Ja, von mir kriegt er so 7, 8 Punkte. Also für Leute, die nicht so auf blumige Sorten stehen, würde ich nicht empfehlen. Also ja. Aber ansonsten ist er wirklich lecker, ist interessant. Kann man rauchen und ja, wenn ihr auf das Blumige steht und so, macht ihr da nichts falsch. Ja, das war es eigentlich schon und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Review wieder. Tschüss. Bis dann.